Eine neue Woche ist angebrochen. Hallo und herzlich willkommen, liebe VfR-Fans zu Hause, zu unserem zweiten Live-Talk aus La Manga, aus dem Trainingslager mit einem neuen Gesicht, Philipp Hercher. Unser Neuzugang ist heute zu uns gekommen, um eure Fragen unter anderem zu beantworten. Wir haben einige Fragen schon bekommen, Philipp. Ich glaube, die nächsten 20 Minuten haben wir einiges zu tun, damit wir es abarbeiten können. Was soll man zu ihm sagen? Er wird sich ganz selbst ein bisschen vorstellen. 20 Jahre alt, ihr habt das alle mitbekommen, ausgeliehen vom 1. FC Nürnberg. Dort durfte er schon Profiluft schnuppern. Und jetzt soll er mithelfen, schwarz-weiß nach vorne zu treiben in der Rückserie der Saison 2016-2017. Freust du dich auf die Aufgabe? Auf jeden Fall. Also, wo der Anruf schon kam von Peter Vollmann, war ich schon gleich am Überlegen und war mir schnell bewusst, dass ich hier den Schritt hergehen will zum Vorverein. Und der Rico Preisinger, den kenne ich ja noch aus Nürnberger Zeiten, der hat mir dann noch was erzählt, also nur Positives natürlich von allen. Und naja, dann war es eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich hierher gehen will und dann hat man sich auch schnell geeinigt. Und jetzt bin hier in La Manga mit dabei und auch für die nächsten paar Monate. Und versuche ihm natürlich mein Bestes zu geben. Super. Und der Mannschaft weiterzuhelfen. Damit hätten wir auch gleich die erste Frage abgearbeitet, die Maximilian an uns reingerichtet hat. Hast du dich im Vorfeld bei Rico Preisinger über den Vorfeld informiert? Klar. Dann nutzt man natürlich die Quelle als ehemaliger Mitspieler. Und ich muss sagen, mit den Nürnberger Transfers haben wir eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Enrico Valentini hat ja auch beim Club die Fußballschuhe geschnürt, ist dann beim VfR eingelandet. Christoph Sauter damals, der den Sprung vom Club nach allen gewagt hat. Also du bist in guter Gesellschaft, was das angeht. Für euch natürlich nochmal die Information über unseren Live-Chat. Könnt ihr auch aktuell Fragen noch an Philipp zu uns richten. Wir werden dann versuchen, diese im Laufe der Sendung noch bestmöglich zu beantworten, haben aber schon einen schönen Fragenkatalog im Vorfeld bekommen. Jonas fragt gerade an, parallel, wie alt bist du? Haben wir gerade gesagt, 20 Jahre ist er alt. Also ein Talent, das hoffentlich uns weiterhelfen wird, dann auf dem weiteren Weg durch die Drittliga-Saison. Dann kommen wir zu einer Frage von Norina, Philipp. Wie sind deine ersten Eindrücke von Aalen? Also nicht nur was den Club und die Mannschaft angeht, sondern auch von der Stadt, hast du schon ein bisschen von der Stadt, ja. Also da wurde ich gleich am zweiten Tag mitgenommen von ein paar Jungs in die Stadt. Sind da ein bisschen durchgelaufen. Ist schön, klein, gemütlich. Und da waren wir dann auch noch was essen. Also von dem her passt es auch alles. Und der Rico wohnt auch relativ nah in der Stadt. Deswegen denke ich mal, werde ich da auch die ein oder andere Mal in der Stadt zu sehen sein. Also auch viele schöne historische Örtchen, genau wie in Nürnberg auch. Es lässt sich ganz gut leben und ausreichen, kann ich dir schon sagen. Ja. Apropos schnelle Angewöhnungszeit, nächste Frage kam von Tobias. Philipp, hallo, du sollst sehr schnell sein. Was ist denn deine Zeit über 100 Meter? Jetzt bin ich gespannt. 100 Meter, ich glaube, das bin ich letztes Mal in der 10. Klasse gelaufen, deswegen hinterher, also kann ich mich auch nicht mehr so genau erinnern. Aber beim Fußball macht man immer auch Zeitmessungen und da kann ich sagen, über 30 Meter liege ich bei 3,7, 3,8. Also ich würde sagen, das ist doch schon mal eine gute Ansage. Und wer dich so in den Trainingseinheiten hier beobachtet hat, ich bin ja bei jeder Einheit auch mit dabei und im Spiel, der Antritt, der ist schon wirklich gut. Da können wir uns drauf freuen. Marco möchte gerne wissen, wem hast du es zu verdanken, Philipp, so weit gekommen zu sein? Also an erster Stelle ganz klar meine Eltern. Natürlich die Familie sonst auch noch. Gibt es auch ein paar Trainer zu erwähnen dann, aber natürlich die Eltern stehen an erster Stelle und was sie mich unterstützt haben in meiner ganzen Jugend und jetzt auch immer noch, da bin ich schon sehr froh, dass ich die habe und so eine gute Familie, die hinter einem steht, das ist sehr wichtig. Ich glaube, es ist immer ein Zusammenspiel, ne? Familie, Freunde, genau. Und dann natürlich auch die Trainer im Jugendbereich, die man nicht vergessen sollte. Die werden oft nicht allzu häufig gewürdigt in der Arbeit der Profis, aber das wollen wir an dieser Stelle tun. Ich glaube, die Jugendtrainer haben da auch einen großen Anteil. Schöne am Grüße. Werdegang. An alle, die dich trainiert haben, genau. Dann Insta möchte wissen, siehst du in deiner Laie eine neue Chance in deiner Karriereentwicklung? Ja, natürlich. Ja, ne? Sonst denke ich mal, hätte ich den Schritt hier ja auch nicht gemacht, wenn ich da keine neue Chance sehe. In Nürnberg habe ich die jetzt erstmal nicht gesehen, dass ich da Woche für Woche
auf meine Spielzeit komme und die sehe ich jetzt hier. Und deswegen ist es auf jeden Fall eine neue Chance für mich hier in Aalen. Massi möchte gerne wissen, wie schätzt du deine Stärken ein? In welchen Bereichen siehst du sie? Stärken. Immer schwierig, über sich selber zu sprechen. Ne? Ja, genau. Aber Stärken natürlich, Schnelligkeit, wo wir schon drüber gesprochen haben. Dann kann ich auch noch vorm Tor, wenn ich vorm Tor bin, mache ich die Tore auch. In den häufigsten Fällen hoffe ich doch. Und ja, im 1 gegen 1 auf dem Flügel natürlich auch in die Flanken zu bringen. Okay, dann kommen wir zu einer tierischen Frage, die Ivan gestellt hat. Ich glaube, das ist ein Insider. Da kannst du gleich ein bisschen was näher dazu sagen. Oh Mann. Hi Wille, würdest du von der Behauptung, du könntest in deinem Haushalt ein paar Dekus führen? Dekus, ich habe mich vorher mal schlau gemacht, ist eine, so eine Ratten-Chinchilla-Art. Ne? Ja, wie kommst du dazu? Was steckt dahinter? Ja, der Ivan ist ein guter Freund von mir aus Nürnberg. Der hat sich da mit dem Roland, mit meinem besten Freund aus Nürnberg auch eine Frage überlegt. Und dazu kann man sagen, wir waren mal in einem Tiergeschäft in Nürnberg und zur Handlung besser gesagt und sind da ein bisschen durchgelaufen. Dann haben sie uns die Dekus eigentlich schon relativ angetan, weil sie sind auf uns rumgeklettert und ja, wir hatten einfach Spaß mit denen, aber man musste auch zwei davon nehmen, weil alleine können sie sich nicht, also fühlen sie sich nicht wohl. Und dann gab es halt eine Zeit bei uns, so ein paar Monate, haben wir immer Witze gemacht und gesagt, ja, jetzt holen wir uns mal ein Deko, aber natürlich soll man das auch nur machen, wenn man auch entsprechend Zeit für die Tiere hat. Verantwortung gehört schon mit dazu, ne? Also Ivan, schöne Grüße. Ivan, Roland. Von dieser Stelle aus. Massi möchte gerne wissen, auf welche Gegner du dich, abgesehen von deinem Ex-Verein Jahn Regensburg, denn am meisten freust in den nächsten Wochen und Monaten. Natürlich, Regensburg ist das absolute Highlight für mich. Da habe ich auch schon Nachrichten bekommen von zu Hause und da wollen viele Freunde von mir auch ins Stadion kommen und da zuschauen. Aber ich denke mal, Magdeburg, haben die Jungs mir erzählt, im Hinspiel war da einiges los und die haben gute Fans auch und da denke ich mal, freue ich mich auch sehr drauf. Aber auch auf mein allererstes Spiel in der Scholz Arena gegen Wien Wiesbaden natürlich, freue ich zu spielen. Also seid dabei, sichert euch jetzt schon eure Tickets für den 28. Januar. Das Rückrunden-Dauerkartenangebot gilt auch weiterhin noch. Also wer alle verbleibenden 9 Partien noch sehen möchte und dazu den Geldbeutel noch ein bisschen schonen will, der ist mit der Rückrunden-Dauerkarte sehr gut dabei und verfolgt dann natürlich auch live die Auftritte von Philipp Hercher. Steffi, kommt mit einer schulischen Frage um die Ecke. Welche Fächer hattest du denn in der Schule am liebsten und was ging gar nicht? Ich habe am liebsten natürlich Sport, das kann man ganz klar sagen. Das verwundert jetzt nicht, ne? Und dann war es eigentlich, wo ich mein Fachabitur gemacht habe, BWS, also hat mir auch sehr gelegen, mit Zahlen ein bisschen zu spielen, das kriege ich schon hin einigermaßen, aber Französisch, dem war ich ein bisschen auf Kriegsfuß. Kann ich nachvollziehen. Ist auch nicht mehr viel hängen geblieben jetzt, ich habe mal mit Daniel Stanese versucht, Französisch mal das ein oder andere Wort zu wechseln, der ist ja aus Kanada kommt, aber da ist nicht mehr viel da bei mir, leider. Okay, Georg hat uns die Frage reingegeben, auf welcher Position fühlst du dich am wohlsten? Am wohlsten, na, ganz klar auf dem Flügel. Also links oder rechts ist mir eigentlich relativ egal. Aber ich denke mal, da kommt auch meine Stärke am besten zur Geltung, wenn ich von außen komme, wenn ich die Flanken schlagen kann. Und deswegen auf dem Flügel. Gut, und dann eine Frage, die Lisa reingegeben hat. Es zocken ja viele, ne? Der ein oder andere spielt gerne Poker hier im Trainingslager. Das hat Fabi Menig uns ja schon im ersten Talk verraten. Wieder andere sitzen ein bisschen an der FIFA-Konsole. Was machst du denn am liebsten in deiner Freizeit? Ja, natürlich zocke ich auch ab und zu mal das ein oder andere Spiel. Ob es jetzt Basketball ist oder Fußball auf der Playstation, aber sonst unternehme ich viel mit Freunden natürlich, wenn die Freizeit mal da ist und es zulässt, dann bin ich zu Hause bei meiner Familie, bei meiner Freundin natürlich auch und sonst mit Freunden ins Kino gehen, einen Kaffee trinken, sowas ganz Normales. Gemütlich auch mal abseits des Fußballs ein bisschen was machen, ne? Ja, an welches Spiel erinnerst du dich denn besonders gerne zurück? Frage von Lukas. Gibt es eins, was hängen geblieben ist? Ein wirklich torreiches? Torreiches gab es letzte Saison für mich. Zwei Spiele, die sehr hängen geblieben sind, das waren in der Regionalliga das Hin- und das Rückspiel gegen den Erzrivalen von Nürnberg, gegen die Spielvereinigung Kräuter geführt. Da habe ich jeweils in beiden Spielen 3 Tore geschossen und das bleibt natürlich hängen. Das war schon ein Highlight, würde ich sagen. Okay, jetzt wird es interessant. Wir gehen in die Küche. Jenny fragt, ob du denn ein guter Koch bist. Wie sieht's aus mit den Qualitäten? Ja,
Natürlich versucht mein Bestes immer, würde ich mal, so würde ich es mal sagen. Was dabei rauskommt, kann man schon essen die meiste Zeit. Aber sonst, also ich bin ganz froh, wenn ich mal bei der Oma bin oder auch bei meiner Mutter Oder im Trainingslager, die oder ein im bisschen die Trainingslager Küche ein genießen, bisschen ne? bekocht wird. Ja, bestimmt. Okay. Nils fragt, ob du eine Marotte hast. Ja, gibt es irgendwie abergläubisch Ja, schlechte gibt's schon. Angewohnheit? Naja, schlecht weiß ich nicht. Ich springe immer beim Einlauf mit dem rechten Fuß erst aufs Feld. Und Okay. naja, das habe ich so drin im Kopf und ich glaube, das kriegt man auch so schnell immer raus. Wenn es hilft, absolut okay. Ja. Heiko fragt, für welche anderen Sportarten außer Fußball interessierst du dich noch? Also neben Fußball ganz klar Basketball. Mhm. Basketball ist so meine Lieblingssportart und auch Freunde von mir spielen Basketball. In Nürnberg war ich bei ein paar Spielen. Oder die Brose Baskets Bamberg habe ich ab und zu angeschaut, wenn die mal in Nürnberg gespielt haben. Also Basketball ist da an erster Stelle. Sehr schön. Dann kommen wir zur Frage von Werner. Warum gerade die Ausleihe nach Aalen? Hat es sich vielleicht darum gesprochen, dass bereits einige Profis den VfR als Sprungbrett genutzt haben? Sind wir ja eingangs schon ein bisschen drauf eingegangen? Genau. Spielt mit Sicherheit auch eine Rolle, oder? Ja, natürlich. Also ich denke mal, viele, viele junge Spieler sind hier im Kader und viele, wie wir schon angesprochen haben, den Enrico Valentini oder sonstige haben es hier geschafft und haben das als Sprungbrett benutzt allen. Und das ist natürlich auch mein Ziel, aber jetzt erstmal konzentriere ich mich hier drauf, dass ich hier spiele und dann mein Bestes dazu beitrage, dass wir eine erfolgreiche Saison haben. Carola schickt schöne Grüße und stellt die Frage, hast du denn schon vom Ahner Rollstuhl-Fanclub Schwarz-Weiß gehört? Ja, also da haben mir die Jungs schon was davon erzählt. Das freut uns Sehr natürlich, schön. dass auch die Menschen mit Handicap bei unseren Spielen dabei sind. Und da freuen wir uns natürlich an jedes Spiel, wenn wir dann auch mal bei denen abklatschen würden. Die Runde zum Abklatschen vorbeikommen. Also, das ist das Versprechen auch weiterhin. Und sie hat gleich noch eine Frage hinterhergeschickt. Erleichtert es dir den Einstieg, dass auch einige junge Spieler aus dem U19-Stall des VfR mit dabei sind? Ja, also 19 Spieler würde ich nicht direkt sagen, weil es sind ja relativ viele junge Spieler hier im Kader und der Rico hat mir auch den Einstieg hier sehr erleichtert beim neuen Verein. Und deswegen passt es. Okay, dann gehen wir mal in den Chat rüber und kommen zur Frage von VfR AMG 1921. Könntest du denn vorstellen, die Leihe, also von deiner Seite aus, den Club lassen wir jetzt mal so beiseite zu verlängern oder sogar festmachen zu wechseln? Ist ein bisschen Ja, früh natürlich jetzt noch aber zugegeben. natürlich ist es auch vorstellbar, hier zu bleiben, wenn alles passt, wenn ich hier zufrieden bin und wenn auch der Verein mit mir zufrieden ist, der Trainer. Und dann denke ich, wird man sich zum späteren Zeitpunkt der Saison nochmal zusammensetzen und über die Zukunft sprechen. Also ich lasse mir da vieles offen, bin auf keinen Fall Genau. abgeneigt. Erstmal auf den Platz, ne, zeigen und Gas geben und dann kommt alles Weitere Genau. direkt danach. Sven hat eine Frage reingegeben, wie kommst du mit dem rechten Mittelfeld und Mika Ojala zurecht, da deine eigentliche Position ja links ist. Aber hast du ja schon gesagt, dass wir mal flexibel, ne, auf den Außenbahnen. Ja, also da bin ich echt flexibel. Ich würde jetzt nicht sagen, dass links meine Position ist. Ich habe bei Nürnberg meiste Zeit rechts außen gespielt und da fühle ich mich auch sehr wohl. Und Mika Viala habe ich auch schon ein paar Worte gesprochen. Ist ein sehr, sehr netter Teamkollege und das passt alles. Sehr schön. Ja, dann schauen wir ein bisschen auf die Tage hier noch in La Manga. Wir haben ja die Halbzeit gestern Abend schon hinter uns. Das erste Testspiel 0:3 gegen den SV Sandhausen. Da hat man, denke ich, gesehen, woran wir noch arbeiten müssen. Ja, genau. Wie lief es aus deiner Sicht? Ja, also das war unser erstes Spiel seit 4 Wochen, glaube ich. Und waren uns schon angemerkt, dass wir längere Zeit nicht mehr gespielt haben, haben dann auch in den ersten 15 Minuten 2 Gegentore bekommen, wo wir nicht gut stehen. Und das haben wir aber jetzt analysiert und ich denke mal, jeder weiß jetzt, worauf er mehr achten muss in den nächsten Spielen. Und ich denke, da haben wir jetzt noch zwei gute Tests und dann denke ich auch, dass wir das bis wir in Wiesbaden dann hinbekommen und dann ein gutes Spiel abliefern. Ja, kräftezehrende Einheiten haben wir heute auch wieder Ja. gesehen. Ne? Zweikampf war heute auf der Tagesordnung, Das war auf auf der der Agenda mit Tagesordnung. dabei. Aber heute, muss man sagen, hat auch der Coach gelobt, lief es sehr gut. Ne? Sehr Ja, aggressiv, heute sehr früh war es bissig. schon sehr anstrengendes Training, sehr gutes Training aber von uns und heute Nachmittag auch nochmal eine super Einheit gehabt. Sehr laufintensiv, aber ich denke mal, das bringt uns alle noch weiter in der Vorbereitung und
deswegen machen wir das gerne. Sehr schön. Rückennummer ist ja auch immer so eine Frage, die gern gewählt wird von den Fans. Du hast die 7 bekommen. Was ist deine Wunschnummer? Ich bin mit der 7. War das die einzige? Oder? Okay, alles klar. Sehr schön. Ich in der A-Jugend gehabt, habe bei Nürnberg die 27 gehabt, deswegen den 2 Jahre weggemacht, nur noch die 7 behalten. Also, da kann ich mich gar nicht beschweren. Die 7, denke ich, ist eine super Nummer für einen Außenstürmer oder generell auch. Super. Und die Frage, die letztes Mal an Fabi Menig zum Ende unseres Live-Talks kam: Was bringt der weitere Abend noch? Was steht noch an? Warten die Kollegen schon im Zockerzimmer oder geht es heute eher ein bisschen ruhiger an? Nee, ich glaube, die warten auf mich. Wir müssen da heute noch mal eine Pokerrunde machen, weil bei einer da habe ich komplett alles verspielt, bin all-in gegangen und habe auch verloren dann leider. Deswegen muss ich das heute auf jeden Fall besser machen. Gestern haben wir Wizard gespielt. Vielleicht kennt es auch wer. Das war mein erstes Mal, wo ich Wizard gespielt habe, aber da bin ich einmal Erster und einmal Zweiter geworden. Also vielleicht soll ich mich eher auf das konzentrieren wie auf Poker, aber für heute denke ich erstmal wieder pokern. Okay, wir gehen mal aufs internationale Terrain und kommen zu einer Frage von Erik. Messi oder Ronaldo? Wer ist dein Favorit? Das ist schwer, weil Ronaldo ist ein Einzelspieler, super, ist super schnell, macht die Tore, aber Messi ist, finde ich, für die Mannschaft wertvoller und für mich der noch Tick bessere Spieler. Also, Messi. Hat ein bisschen die Nase vorn. Dann nächste Frage, was wärst du denn geworden, wenn nicht Fußballer? Und das ist zugegebenermaßen eine richtig schwierige Frage, denn wer durch und durch schon in der Jugend immer Fußballfanatisch und mit dem Ball am Fuß war, der kann sich eigentlich fast gar nicht anders vorstellen, ja, oder? Natürlich ist es schwer, aber muss auch immer zweigleisig planen und das habe ich eigentlich auch relativ früh gemacht, habe dann mein Fachabi gemacht und hätte dann wahrscheinlich jetzt erstmal studiert, mit BWL und was dann genau, das kann ich leider nicht sagen, aber ich denke mal, es wäre erstmal zum Studium gekommen und genau, aber ich denke, das werde ich auch nach meiner Karriere dann nochmal aufgreifen. Ja, eben genau, wollte ich gerade sagen, nach der Karriere besteht ja auch noch genügend Möglichkeit, in der Richtung noch was zu machen. Wir haben gerade eben noch eine Frage reinbekommen. Gibt es denn nochmal einen Live-Talk hier aus dem Trainingslager? Und wir haben eine gute Nachricht für euch, denn am kommenden Mittwoch, also übermorgen, ebenfalls wieder um 20.15 Uhr zur besten Zeit gibt es dann den letzten Talk hier aus La Manga. Dann werden wir ein bisschen resümieren und Bilanz ziehen. Was lief gut? Woran müssen wir noch arbeiten in den nächsten Tagen dann bis zum 28. Januar gegen SVW in Wiesbaden? Zu Gast ist dann, wie soll das anders sein, unser Cheftrainer Peter Vollmann, der dann hier nochmal Rede und Antwort stehen wird und gleichzeitig natürlich auch ein bisschen nach vorne schaut in Richtung, ja, den Rückrundenauftakt dann gegen den SVW Wiesbaden. Carola fragt, wie kommst du mit Nico Rodewald klar? Ja, Rodewald ist ein cooler Typ, würde ich mal sagen, ist noch relativ jung auch, aber auf jeden Fall ein cooler Typ, mit dem war ich auch schon was essen in Aalen, im Kino waren wir schon zusammen, also sehr gut. Sehr schön, überhaupt die ganze junge Fraktion, du hast es schon angesprochen, der drittjüngste Kader, wenn wir mal noch die beiden U23-Teams mit dazu nehmen, aus Mainz und aus Werder, das erleichtert natürlich auch für die jungen Spieler den Einstieg hier. Dann die Frage von Mr. Joe, wo siehst du dich in 5 Jahren, wenn wir mal ein bisschen mittelfristig schauen? Das ist eine schwere Frage jetzt. Natürlich am liebsten so weit oben wie möglich Fußball zu spielen, auf gutem Niveau. Und wo genau das ist, ich hoffe natürlich, dass es stetig bergauf geht in meiner Karriere und dass ich dann irgendwann mal auch erste Liga spielen kann, aber was am Ende rauskommt, das sieht man dann in 5 Jahren, aber natürlich ist das Ziel, denke ich, von jedem Fußballer mal in der höchsten Klasse in Deutschland gespielt zu haben oder zu spielen. Wir wünschen dir auf jeden Fall, und ich glaube, das kann ich auch im Namen aller VfR-Anhänger sagen, alles Gute für die nächsten Wochen und Monate, hoffen natürlich, dass er einige Buden für uns machen kann und unser Offensivspiel dann belebt und dass wir alle gemeinsam eine tolle und erfolgreiche Rückrunde haben. Danke, ja, Philipp, danke für deine Zeit und einen schönen Abend. Grüße zu euch überall an die Bildschirme und an die mobilen Endgeräte. Danke, dass ihr uns auch heute wieder
mit so vielen Fragen gefüttert habt. Ihr könnt uns dann ab heute Abend an media@vfr-aalen.de schon eure Fragen reinreichen, auch an Peter Vollmann für den Live-Talk dann am Mittwoch ab 20.15 Uhr. Und so lange seid ihr natürlich über all unsere Kanäle wieder im Bilde, was die nächsten Tage hier noch geht. Am Mittwoch haben wir ja dann noch das abschließende zweite Testspiel gegen Jiangsu, den chinesischen Club. Und da wird es dann abends auch die Highlights wieder bei VfR TV geben, bei Facebook und bei Instagram reinschauen. Dort gibt es die aktuellen Bilder und Galerien. Also jede Menge Informationen auch weiterhin bis zum Ende des Trainingslagers aus La Manga. Das soll es für heute Abend gewesen sein. Philipp und ich sagen Tschüss und Servus. Ciao, ciao.